muss man sich dann umgucken, genau zwei Minuten. Also sehe ich Snowboard fahren, gut im Regular oder Skateboard fahren, neben dem Vorder und dann rechts und vorne. Und das Springen, das passiert jetzt, das Abreißen und Wende geht noch einigermaßen, aber das Springen ist schon sehr gewöhnungsbedürftig und das muss man sich erlernen. Den Körpersatz, der war jetzt schon einmal da und wird jetzt auch wieder ein bisschen davor, weil das ist eben auch für ihn das Problem, aber das muss man schon auch immer wieder mal machen. Aber es ist ja cool, wenn du einfach dann, you say, I just go for it and see what's gonna happen. Ist voll cool, das war halt, okay, oder? Really cool, ja. Really cool. Ihr habt ein Board mitgebracht, we have the board here. Es gab ein Gewinnspiel während der Tour, eure Kinotour, eure Kinopremiere. Und auch online, das heißt, man konnte an einem Gewinnspiel teilnehmen, ein Iconic, oder, habe ich mir gerade sagen lassen, wer gewinnt, jedes andere Board sich aussuchen zu können, was ja schon echt ziemlich cool ist, von Starbucks. Und genau, die Petra hat die Notebox dabei. Da wollen wir jetzt mal reinschauen. Wer ist denn los für heute? Wir oder du? Ich würde sagen, lass mal den Jungen die Hand mal ran. Den glücklichen Gewinner. Und die hat einmal richtig mit. Das ist immer richtig viel drin, ne? Ja, also richtig viel. Das war ja auch ausverkauft. Super oft, eure Kinos waren voll, jetzt bei den Premieren. So, wir, jetzt sind wir gespannt. Ja, ich auch. Ich hoffe, es hat einer gehabt. Hast du weiter reingeschmissen? Nein. Sicher nicht? Nein. Nicht jeder hat reingeschmissen? Ich dachte, das ist Andreas Ranken. Steht sich da woher? Freeride, Einsteiger, Surflevel, das ist doch perfekt. Also, Andreas Ranken, wo auch immer sie ist, wo auch immer, wie auch immer sie ist, da ist sie in der Halle. Gibt es eine andere Ranken? Wer kennt die Andrea? Das nicht. Wir werden sie rausfinden, stehen die E-Mail Adresse drauf. Also, Andreas wird auf jeden Fall top von euch. Und ich würde sagen, jetzt ist es aber auch Zeit, einmal in den Film reinzuschauen. Vielleicht mal ganz kurz, wie lange habt ihr dann gearbeitet? Das war ja ganz schön lange Phase. Hat ja auch noch so eine Idee erstmal angefangen, dass wir Corona-Zeit haben. Natürlich, die Dreharbeiten haben angefangen vor der Corona-Zeit. Aber es gibt auch alte Aufnahmen von 1984. Die sind ja nicht neu gedreht worden, aber sind gefunden worden. Und es gibt dann sehr viele schöne alte Aufnahmen, schon gesagt. Und da habe ich die Pause gehabt, wie jeder Mann auf dem Planeten. Die größte Verarschung der Welt, in meinen Augen, aber bin ich darüber gekommen. Dann haben wir weitergemacht nach der Corona, bestimmt 2 Jahre. Ja, in meinen Augen auch. War es auch Verarschung. Und eigentlich wäre es schon super gut. Überall gewesen, egal ob Österreich, Deutschland, Holland oder Dänemark. Und lass mal überraschen, wie es hier auf der Leiter auf der Boot so scheint. Also ich denke mal. Da geht es halt aus. Wir machen schon gleich ein bisschen dunkler. 80 Minuten, habe ich mir das richtig gehört? Ja. 80 Minuten, Björn Winterbeck, Born to Winter. Deine Geschichte, eure Geschichte. Wir, you're gonna go for the next 40 titles. So we have something to talk about 40 years ahead. But we are going to be the wheelchair, maybe. So weit denken wir nicht. Wir schauen uns das an. Also, Born to Winter. Jetzt hier 80 Minuten Premiere auf der Beachworld, in der Beachworld. Wir machen die Lampen. Wünscht euch viel Spaß, dann lasst uns doch auch die Kamera von Björn und von mir. Viel Spaß, danke!
eine Faszination. Wir brauchen Wasser, das ist frei, keine Telefone, keine Ahnung, das nur Wind und Wind, Ohren, Geschwindigkeit, wir müssen dort konzentrieren. Und nach einer Stunde auf dem Wasser fühlt sich einfach wie neu geboren. Und das ist jeden Tag wieder ein neues Abenteuer. Immer Druck haben und einfach am Ziel
Segel aufmachen. Ich habe auch gut, ich habe sehr genug. Ein ganz kleines Brett starten, was ganz wenig Volumen hat, das läuft ab wie ein Wasserski.
dass nicht auf Kisten in der Brechung starten bekommen. Das ist zwar die Schwierigkeit, dann von 0 auf 100 zu kommen. Dann musst du diese Geschwindigkeit halten, bis die 5 Minuten vorbei sind. Dann hast du noch ungefähr 4 bis 5 Sekunden, um abzubremsen. Die 100 km/h zu erreichen, ist für jeden natürlich ein großes Ziel. Es wird schwierig sein, aber mit neuen Erkenntnissen und Materialien ist es möglich. Als Kampagne auch gewachsen haben, gesagt, Hawaii kannst du nicht gewinnen. Ich habe es trotzdem nicht gehabt, als erster Europäer da im Weltrennen zu gewinnen, immer Keeper. Das hat ja noch kein anderer Profisportler geschafft. Und darauf bin ich natürlich auch ganz schön stolz. Das heißt, ja, ich bin ein Wettkampftyp. Ich möchte mich verbessern. Und ich denke auch mal, weil ich immer ganz vorne war und auch in den Top-Positionen bewege, muss ich wissen, das Feier zu machen. Mein Erfolg ist natürlich ermöglicht worden durch meine Eltern, weil ich selber so geliebt habe und ich habe ein Brett unter den Füßen, bevor ich noch gewusst habe. Also meine Mutter ist auch sehr gut gewesen in den 80er Jahren. Sie war sogar Vizeweltmeister in der Winterklasse und hat mir natürlich sehr viel geholfen bei den taktischen Dingen, die ich in jungen Jahren auch gelernt habe. Mein Vater war spanischer Meister mit Vizeweltmeister. Von dem her hat er natürlich viele Tricks beibringen können. Und wie man heute sieht, er geht immer noch ganz oft Vizeweltmeister. Warum ich ausgestiegen bin? Weil ich glaube, ich habe Windsurf verlernt in 77 in Dänemark und war auch ziemlich kaltes Land. War der Urlaub mal Gran Canaria bei Weihnachten und da ist es sehr gut gefallen. Hab ich mir ganz durchgefasst und sind sie runtergezogen, 3 Monate später. Die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind sicherlich immer meine Familie, meine Eltern, meine Schwester, meine Frau, meine Kinder. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne Familie oder ohne Kinder zu leben. Mich hat es bereichert, in allen möglichen Sinn. Aber ich denke mir gleichzeitig auch, wenn es Anfang 20, Mitte 20 gewesen wäre, wäre es ein bisschen früh gewesen. Was sind die größten Momente, wenn man Vater mir was beigebracht hat, dann kann ich nicht mehr weitergeben. Wir haben schon oft 3 Generationen Doppelbeck am Start gehabt. Und wenn wir schaffen, alle Wasser, dann ist es ein Höhepunkt für unsere Surf-Tage.
hatte ich keinen Schwimmen gemacht und so, aber das war in Dänemark, da war das Wasser so kalt. Als wir hier runterkamen, dann kam noch mal Surfer dazu, Windsurfleiter, die ersten, die Original-Windsurfer. Das hat dann schon ein bisschen interessant ausgeschaut, das muss man mal probieren. Und dann hat man gesagt, dass man die Urlaubsleger erst schwimmen lernen, dann darf sie auch Windsurfen lernen. Dann kommt ich plötzlich ins Blau für zwei Tage von der Schule. Man kann irgendwie für uns nicht schwingen. Das geht einfach nicht. Bei der Kind war, wenn man nicht den Weg findet, ihnen das zu erklären, wenn er nicht wählen will, dann nimmt er den absolut nicht so machen. Das ist heute noch so. Na, du hast selber gerne gesurft. Und irgendwann habe ich gesagt, also Caddy und aufpassen und alles. Und dann meine Freunde auch noch kurz anfingen. Dann habe ich gesagt, jetzt höre ich auf. Dann sind die beide in Surf, weil das Ding funktioniert. Wir sind einmal bei gewesen und das war einige Male, ja, wo ich anfing in den Wolfgangweise. Da ist der Eugen mal mit Jörn unterwegs und ich bin geblickt, auf welchen Weise. Und jeden Morgen waren wir singen, das war schön mit dem Mann. Ja, mein Vater und mein Bruder haben mich sozusagen rausgetreten aus Glück, weil sie haben gewusst, dass ich gute Chancen habe, neu was zu machen mit dem Windsurfen. Haben sie dann gesagt, ja, wenn sie jetzt nicht anfangen, später ist es zu spät. Und dann haben sie halt gesagt, ja, jetzt sagen wir halt, jetzt muss sie surfen. Später kann sie dann entscheiden, selbst ob sie will oder nicht. Tja, alle Fragen, dass wir von der Erfolg, von mir und seinen Schwester Brick, hey, und wir haben nie dran gedacht, dass da irgendwann mal Geld an mich verdienen soll. Das war nie beabsichtigt. Wir haben das als Sport gesehen und weiter als. Wir haben das einfach als Leidenschaft gemacht. In der Anfangszeit, da konnte ich schon sagen, ich muss das so und so und so machen. Aber da war auch andere Zeiten damals. Da konnte ich schon ein bisschen Ratschläge noch geben. Das geht besser so und so. Dann hat er auch zugehört. Dann ist ziemlich schnell gegangen, dass er mehr als ich wusste. Als er bei der PWA mitgefahren hat, dann gibt er die. Also nur 19 Jahre lang war da, so war es vorbei. Wir haben hier übrigens Zeit auf dem Board zusammen, also ob wir Wellenreiten, Longboarden oder auch Schwimmer fallen. Unsere Frage ist eigentlich, was macht man so erst, was machen wir hinterher? Nehmen wir jetzt eigentlich nie langweilig. Und nur, was macht man so erst, was machen wir hinterher? Windsurfen ist ein Familiensport, auch wie die Skifahren. Wenn man einmal zusammen anfängt, den Sport zu genießen, dann kann man das ganze Leben des Windsurfens zusammen genießen. Das Wasser ist ja unendlich viel Platz. Das Spiel ist unbegrenzt, von dem her, der Spaß auch. Und ich denke mal, das ist auch für meinen Sohn ein Erlebnis, wenn wir zusammen auf dem Wasser sind. Und ich hoffe, das wird noch lange anhalten. Wenn du mich für 3 Jahre gefahren bist, wäre ich natürlich nicht so gut wie Björn. Glaube ich nicht. Aber die letzten 2 Jahre ist er richtig nach vorne gekommen, muss ich schon sagen. Und ich habe die Zeit auf dem Wasser, er trainiert. Wenn er dabei bleibt, dann nicht in der Disco steht, dann könnte schon was werden, ja. Aber du brauchst auch viel zu tief von einem selbst. Ne? Es ist natürlich schön zu sehen, dass er hier jetzt auf dieser Wasser hat. Wir haben uns oft gefragt, ob er jetzt in den Fußstapfen seines Vaters tritt. Er selber sagt mittlerweile, er macht seine eigenen Fußstapfen. Er nimmt natürlich schon gerne Tipps von mir, lernt also natürlich auf anderen Berufsdörfern viele Sachen schneller. Wir werden immer größer, immer stärker. Man lernt schon sein Talent, hier viel, sehr viel, um nach vorne zu kommen. I started like bodyboarding and surfing with stream. When the first time I went in a surfing board, this is for my dream. For sure it's gonna be like I became a windsurfing champion. Dann von Woche auf Woche verbessert werden können, egal was für ein Wasser und bisher natürlich muss. Wenn man ein guter Windsurfer sein möchte, dann muss man auch ein großer Windsurfer.
Partner aus der Marine Flinders, der nur eineinhalb Jahre älter ist, oder der jetzige Weltmeister Philipp Köster. Und solche Trainingspartner zu haben, ist nicht gut. Irgendwann haben wir Dinge eingesorgt, da war ich beim Kind einfach nur warten.